Ihr habt doch einen Knall. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem leider etwas deprimierenden Video. Bin jetzt gerade für euch wieder unterwegs gewesen, zu Mercedes-Benz gefahren, um ein paar Ersatzteile abzuholen. Und wie ihr schon gesehen habt, leider Ende im Gelände, was den Tank angeht. Ja, musste an die Tankstelle ran und bis jetzt war mein Glück noch, dass ich zwei Schlachter hatte und alles beides Diesel waren und ich das da einfüllen konnte in mein Auto. Aber da war jetzt halt auch Feierabend und 2 Euro circa der Diesel, genauso wie das Benzin. An manchen Tankstellen sogar schon der Diesel teurer wie das Benzin. Unglaublich, echt krass. Und da habe ich mir echt die Frage gestellt, lohnt sich da jetzt eigentlich noch Diesel fahren oder kann ich jetzt wieder 500er V8 anmelden und los geht's? Ich würde sagen, wir machen mal einen Vergleich, rechnerisch einen Vergleich. E320 CDI 2,11er, rein 6 Zylinder gegen 320 Benziner M112 und so die Standardmodelle natürlich ganz wichtig, E220 CDI, wie ich jetzt auch gerade drin sitze, und den E200 Kompressor. Denke ich mal, das sind jeweils für sich 2 vergleichbare Benziner jeweils und Diesel. Und da würde ich sagen, starten wir mal rein und schauen mal, ob sich das eigentlich alles noch lohnt. Los geht's! So, bevor wir jetzt hier mit den Vergleichen anfangen, als allererstes kurz zur Info, wie ich das Ganze jetzt einfach mal aufgebaut habe. Wir nehmen als Berechnung natürlich die Kfz-Steuer mit rein. Jedes Fahrzeug hat die Euro 4 Abgasnorm. Es spielt auch keine Rolle, ob wir einen Dieselpartikelfilter haben oder nicht. Die Kfz-Steuer ist dieselbe. Dann vergleichen wir einmal 10.000 Kilometer im Jahr und einmal 20.000 Kilometer im Jahr. Der jeweilige Verbrauch pro 100 Kilometer mal dann 100 oder mal 200, jeweils dann halt gesehen auf 10.000 Kilometer und auf 20.000 Kilometer Fahrleistung im Jahr. Wir fangen erstmal mit den Power-Motoren an. Heißt 320 CDI, rein 6 Zylinder Diesel, OM648 als erstes. Ist hier auch hinter mir. Blende ich euch alles aber auch nochmal mit ein. Die ganzen Werte, das Ganze, was ich jetzt ausgerechnet habe. Also, hier 320 CDI, Kfz-Steuer, die haut natürlich richtig rein. 509 Euro im Jahr. Das schmerzt erstmal und das Ganze ist natürlich immer einmal komplett zu zahlen. Da ist nichts mit irgendwie in Raten oder halbjährlich. Einmal im Jahr, bumm, 509 Euro weg. So, dann habe ich jetzt hier einen Verbrauch angenommen. Wir streiten uns jetzt hier nicht. Der eine verbraucht mal ein bisschen mehr, der andere verbraucht mal etwas weniger. Ich habe mich jetzt so ein bisschen an den Werten orientiert, die auch bei Wikipedia stehen und die ich schon von der Erfahrung her habe. 7,5 Liter auf 100 Kilometer hier bei dem Motor habe ich jetzt mal angenommen. Wir nehmen jetzt bei Benzin und bei Diesel jeweils 2 Euro als Literpreis an. Sind wir hier bei 15 Euro pro 100 Kilometer. Heißt, 10.000 Kilometer kosten uns hier inklusive Kfz-Steuer 2.009 Euro. 20.000 Kilometer im Jahr, 3.509 Euro mit Kfz-Steuer. Das sind natürlich schon erstmal richtig heftige Beträge, brauchen wir nicht drüber reden. Versicherungseinstufungen und sowas sind natürlich dann nochmal separat für jeden Einzelnen. Die kann man jetzt nicht so über den Daumen peilen, weil jeder ja anders auch eingestuft ist, eine andere Schadensfreiheitsklasse hat. So würde ich sagen, vergleichen wir mal diese Zahlen jetzt mit dem E320 Benziner. So, als Vergleich, 320 Benziner M112
Habe ich jetzt leider nicht hier in der Werkstatt irgendwo dastehen. Nehmen wir mal als optisches Vergleichsobjekt den M113, den schönen 500er. Der sieht ja optisch fast genauso aus. Dementsprechend jetzt hier im Hintergrund das schöne M113 Aggregat. So, M112. Ich muss mal wieder ein bisschen auf meinen Zettel mitschauen, um die Daten abzulesen. Für euch blende ich sie wieder mit ein. Kfz-Steuer 216 Euro. Bedeutet fast 300 Euro schon Unterschied zum Diesel 320 CDI. Das ist schon mal eine Hausnummer. Wie gesagt, das müssen wir immer einmal komplett jährlich bezahlen. Da fragt keiner, ob wir das in der Raten zahlen wollen. So, dann haben wir natürlich einen Verbrauch. Ich habe jetzt hier mal 11 Liter auf 100 Kilometern angenommen beim 320. Bei dem Kollegen hier hinten natürlich, denke ich mal, wenn man den naturgemäß bewegt, 13 Liter kann man da schon rechnen. Wer entspannt fährt, kommt da vielleicht auch auf 11. Aber das bezweifle ich eher. Aber wir reden ja vom 320. Das heißt, 22 Euro bei 11 Liter auf 100 Kilometer, bei 2 Euro pro Liter, heißt wiederum bei 10.000 Kilometer Laufleistung im Jahr sind wir bei 2.416 Euro inklusive Kfz-Steuer und bei 20.000 Kilometer 4.616 Euro inklusive Kfz-Steuer. So, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem Diesel, sind wir bei den 10.000 Kilometer im Jahr schon sehr nah zusammen. Und bei den 20.000 Kilometern klafft dann doch schon wieder eine größere Lücke. Also ich bin der Meinung, gerade bei den großen Dieseln, wir werden mal bei den großen Motoren, Diesel und Benziner, wir schauen dann mal, wie es bei den kleineren Motorisierungen aussieht, ist dann schon wirklich, man muss schon richtig viel Kilometer im Jahr fahren, mehr als vor ein paar Jahren oder bis vor noch einem halben Jahr, damit sich der Diesel wirklich rentiert. Also wenn man wenig Kilometer fährt, ist ein Diesel noch weniger lukrativ wie vor einiger Zeit. Genauso sieht's aus. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was allgemein eure Meinung zu dem ganzen Thema ist. Und vielleicht ist ja auch der eine oder andere dabei, der eigentlich sich einen Diesel zulegen wollte und jetzt vielleicht doch dran denkt, vielleicht doch einen Benziner zu kaufen, weil er der Meinung ist, Kfz-Steuer ist mehr und die Spritpreise sind dieselben, die Kraftstoffpreise sind dieselben, wenn nicht sogar beim Diesel jetzt schon mehr. Heißt, macht gar keinen Sinn mehr, einen Diesel zu kaufen, ich kaufe mir jetzt doch einen Benziner. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal zum Vergleich die kleineren Motorisierungen an, 220 CDI und 200 Kompressor. Los geht's! So, E220 CDI habe ich natürlich da. Leider ist es jetzt aber dunkel draußen. Dementsprechend machen wir das jetzt hier einmal am Schreibtisch. Ist ja auch nicht so schlimm. So, E220 CDI OM646, denke ich mal, das eigentlich beliebteste Modell beim 211er, auch beim 203 und so weiter. Wie gesagt, in einem gewissen Maß oder allgemein kann man eigentlich das Ganze auch auf gleiche Modelle aus der Zeit von Mercedes runterbrechen, also auch beim 203, bei der C-Klasse, ist das ja prinzipiell, sind dieselben Motoren auch verbaut worden, dementsprechend kann man das natürlich dort auch vergleichen. Kfz-Steuer für den E220 CDI, hier liegen wir bei noch, sag mal, überschaubaren 339 Euro. Verbrauch habe ich jetzt hier mal 6,5 Liter angenommen auf 100 Kilometer. Wir fahren selber 220 CDI. Ich bin der Meinung, das ist sogar noch relativ entspannt oben angesetzt. Also da kann man auch mit etwas entspanntem Gasfuß deutlich drunter landen. Aber wir nehmen ja immer so ein bisschen den Durchschnitt. Ich denke mal 6,5 Liter ist da schon okay. Sind bei 2 Euro der Liter 13 Euro auf 100 Kilometer, heißt auf 10.000 Kilometer kostet uns der 220 CDI mit Kfz-Steuer 1.639 Euro und auf 20.000 Kilometer 2.939 Euro inklusive Steuer. Das sind schon Beträge, da sind wir günstiger,
wie beim E320 Benziner. Aber natürlich gut, ja, was sind es jetzt, 1.500 Euro mehr zum 320 CDI. Also wenn man auch mal jetzt die Diesel nochmal in sich vergleicht, ist natürlich so ein 220 CDI deutlich günstiger wie ein 320 CDI. Schon alleine wegen der Kfz-Steuer. So, nehmen wir noch den E200 Kompressor hier in diesen Vergleich mit rein. Der ist natürlich, was die Kfz-Steuer angeht, Hammer. Wir reden hier über 121 Euro im Jahr. Das ist natürlich Hammer. Wie gesagt, alle Modelle Euro 4. Der Verbrauch, den habe ich jetzt mal bei 8,5 Liter auf 100 Kilometern mal angenommen. Denk mal, der ein oder andere wird da mehr verbrauchen. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr mit eurem jeweiligen Fahrzeug und jeweiligen Motor verbraucht. Das würde mich auch mal wirklich interessieren. Bei 8,5 Liter auf 100 Kilometern sind wir hier bei 17 Euro. Das ist natürlich okay. Da liegen wir in der Mitte zwischen den zwei großen Benziner- und Dieselmodellen. So, auf 10.000 Kilometer liegen wir bei 1.821 Euro mit Kfz-Steuer und bei 20.000 Kilometern liegen wir bei 3.521 Euro mit Kfz-Steuer. Das heißt, der 200 Kompressor kostet uns genauso viel in etwa wie der 320 CDI. Und da sieht man dann schon, dass es sich wirklich, ja, das ist immer meine persönliche Meinung jetzt, ein Diesel lohnt sich wirklich, wenn man mindestens 20.000 Kilometer im Jahr Fahrleistung selber hat oder natürlich deutlich mehr. So wie es mal früher war, dass man schon wirklich sagt, ab 12.000, 13.000 Kilometern im Jahr rechnet sich's dann doch mehr oder weniger, ein Diesel schon sich zu holen, die Zeiten sind natürlich vorbei. Da muss natürlich jeder noch für sich sehen, wie ist meine Einstufung bei der Versicherung und so weiter, aber da nehmen sich, glaube ich, so weitestgehend jetzt Diesel und Benziner jeweils nicht so viel. Die ganze Sache kann man natürlich sich auch nochmal errechnen aus den ja, Mopf-Motorisierungen dann, das heißt der V6 Diesel und so weiter, wo ich der Meinung bin, der V6 Diesel, das nimmt sich jetzt alles nicht wirklich viel. Der Verbrauch wird vielleicht ein bisschen niedriger sein, habe ich keine Erfahrung. Ich habe noch keinen V6 Diesel, also 280 CDI oder 320 CDI mit dem 3 Liter Dieselmotor gefahren. Den OM642 habe zwar viele hier in der Werkstatt, aber selber jetzt persönlich besessen noch nicht. Und dementsprechend kann ich mir da jetzt kein Urteil drüber erlauben. Aber schreibt mir, wie gesagt, mal in die Kommentare, was ihr jetzt der Meinung seid, wie die ganze Sache eurer Meinung nach aussieht. Wer wollte vielleicht einen Diesel kaufen und kauft sich jetzt lieber einen Benziner? Oder wer ist einfach der Meinung, das ist mir eigentlich total scheißegal. Ich kaufe mir trotzdem einen Benziner, ich kaufe mir trotzdem einen Diesel, egal was der Mist kostet. Oder wer sagt, eigentlich hatte ich Bock auf so einen normalen Verbrenner, jetzt nehme ich ein Elektroauto, jetzt habe ich die Grauben dicke. Wo aber auch die Elektropreise natürlich richtig hochgegangen sind. So, gut, das soll das mal gewesen sein. War zwar eigentlich so nicht geplant, aber ich bin der Meinung, das passt jetzt gerade mal rein zur Zeit und zu dem ganzen Thema. Und da habt ihr vielleicht auch mal eine, ja, wieder eine kleine Übersicht, was sich vielleicht für euch lohnt, wenn ihr euch einen 2.11er zulegen wolltet. Mal kurz vorgerechnet, mal durchgerechnet. Vielleicht macht es euch die Entscheidung etwas einfacher. Gut, da würde ich sagen, sind wir hier mit dem Thema durch. Und jetzt im Anschluss, natürlich wie versprochen vor 2 Wochen, das Gewinnspiel, die Auslosung für die 2 Tickets, die 2 Eintrittskarten zum Mercedes-Benz-Museum. Leider haben wir Stand jetzt, die Auslosung drehe ich natürlich jetzt später, die hänge ich jetzt hier noch hinten dran, weil wir haben ja jetzt noch nicht die Zeit ist noch nicht rum, also es kann noch jeder kommentieren, zu dem Moment jetzt, wo ich das Video aufnehme, aber die 1000 Likes werden wir leider nicht schaffen, da gehe ich jetzt schon mal dann stark davon aus,
Dementsprechend gibt es nur die zwei Tickets, die zwei Eintrittskarten und die Verlosung haue ich euch jetzt hier noch hinten dran. Folgt mir natürlich auf Instagram, unten eingeblendet und unten einmal in der Videobeschreibung der Link zu meinem Kanal. Einfach einmal mir folgen. Hier abonnieren, Daumen hoch, kostet euch alles nichts. Ihr kriegt hier immer schöne Informationen und dementsprechend denke ich mal, lohnt sich das. Bis dahin, jetzt geht's zum Gewinnspiel, zur Auslosung. So, ich habe euch ja versprochen, jetzt noch das Gewinnspiel, die Auslosung für die zwei Tickets. Hab mir jetzt mal so gedacht, ich lose jetzt mal nicht aus, beziehungsweise ich klicke nicht auf die Maus, sondern mein Sohn, der Leon, sag mal hallo. Guten Tag. So, er spielt jetzt quasi die Glücksfee für euch. So, wir switchen mal auf den Computer. Ich habe jetzt einmal das Video hier eingegeben und wir haben jetzt hier Mercedes-Tickets als Filter von den Kommentaren, weil jeder, der am Gewinnspiel dran teilnehmen wollte, sollte ja Mercedes-Tickets in die Kommentare schreiben. So, sagt uns jetzt, 97 Kommentare sind es jetzt, also 97 Leute können jetzt hier an der Verlosung dran teilnehmen oder nehmen dran teil. Und dann würde ich sagen, Leon, einmal hier auf Anfangen klicken und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Los geht's. 3, 2, 1, los. So, scrollen wir ein bisschen runter. Gut. So, oh Gott. So, du bist ja jetzt hier, du liest mal vor. Wer hat gewonnen? Frodo Beutlin. Frodo Beutlin, genau. Was hat er denn noch geschrieben? Hallo Sven, suchst du eigentlich noch Fahrzeuge im Kundenauftrag? Ich suche immer noch einen W211. Ja, momentan schwierig, weil Auftragslage so extrem ist. Da ist momentan nie viel Zeit für Kundenauftrag, Fahrzeugsuche. Aber das wird sich vielleicht hoffentlich in der nächsten Zeit mal wieder ändern. Aber jetzt ging es ja um das Gewinnspiel erstmal. Also Frodo Beutlin. E-Mail-Adresse von mir ist jetzt unten hier mit eingeblendet. Einmal dort bitte deine Adresse hinschicken, damit ich dir die zwei Tickets zukommen lassen kann. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und dann würde ich sagen, sind wir schon mit dem Video heute durch. Danke nochmal an den Leon, dass er da mitgemacht hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Daumen, Abo nicht vergessen. Bis dahin, euer Sven und der Leon. Ciao. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Also alles schon drauf jetzt, ne? Das kommt doch alles mit ins Video. Genau. Glaube ich dir auch. Glaubst du mir nie? Sicher? Okay. Na gut, dann lass mal.